Steffens Prognose mit mir. Hey meine Buddies da draußen, ich bin Steffen von Buddies United und herzlich willkommen zur Sticker WM Prognose hier auf Buddies United. Ihr habt es mal wieder geschafft. Heute sind wir zurück mit einem Spiel aus der Gruppe B. Und zwar Portugal gegen Marokko, laut das heutige Spiel. Wir haben wieder 6 Sticker-Päckchen der FIFA World Cup Russia 2018 Sticker von Panini. Die Regeln sind wie folgt: Jeder normale Sticker zählt 1 Punkt und Logos genauso wie manche Fotos zählen 2 Punkte. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt, wie dieses Spiel ausgeht. Ob ihr eine Score Prediction habt, schreibt sie in die Kommentare. Oben könnt ihr auch abstimmen, wer ihr glaubt, wer gewinnen wird. Und wir fangen direkt an mit Eden Hazard von Belgien. Dann haben wir Jang-Hon Kwon, Milos Degenek, Osako und Sakai. Das heißt, 2 Japaner direkt hintereinander. Das zweite Pack. Hier haben wir Zakaria, Robert Lewandowski, nice, Al-Muwallad, Abdennour von Tunesien und Asmoun vom Iran, die ja ebenfalls in dieser Gruppe sind, zusammen mit Spanien noch, hier in Gruppe B. Dann haben wir von Ägypten Eldin Samir, Toni Kroos von Deutschland, nice, Jordan Pickford, Brozovic und Salvio von Argentinien. Noch 3 Päckchen zur Halbzeit, also 0:0 zwischen Portugal und Marokko. Das dritte Pack, vierte Pack, fängt an mit Cotrado. Dann haben wir El Neni. Dann haben wir das Logo von Uruguay. Das Mannschaftsfoto von Uruguay. Hätte Uruguay hier gespielt, wäre ich richtig ausgerastet gerade. Und dann haben wir Durmisi von Dänemark. Noch 2 Päckchen. Und immer noch kein Punkt für beides dieser Teams. Haben wir Flores, Emil Kraft, Iwobi von Arsenal, Toivonen und Harry Kane. Immer noch 0:0, das gibt es ja gar nicht. Schafft es Portugal hier noch ein Tor zu machen? Ronaldo wäre jetzt überkrass, wenn wir Ronaldo ziehen würden. Dann haben wir Eroquin, Marcelo, Thiago, Gabriel und das letzte Sticker, der letzte Sticker ist das Mannschaftsfoto von Australien. Damit trennen sich Portugal und Marokko 0:0. Schreibt in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass es auch in Wirklichkeit so ausgehen wird. Das wäre etwas enttäuschend, würde ich sagen. Vor allem für die Portugiesen. Ich glaube, für Marokko wäre es sogar ein ganz gutes Ergebnis. Weil sie dann immer noch so gut wie alle Möglichkeiten hätten, im letzten Spiel gegen Spanien dann noch was zu reißen. Das war es auf jeden Fall von diesem Spiel. Schreibt eure Score Predictions in die Kommentare. Stimmt oben ab, wer ihr glaubt, wer gewinnen wird dieses Spiel. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren auf keinen Fall vergessen, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpassen könnt. Alle Score Predictions kommen hier wie gewohnt. Ihr seid es gewohnt jetzt schon. Die WM ist in vollem Gange. Ich bin richtig gehypt. Ich kann es kaum noch erwarten, dass das nächste Deutschlandspiel wieder kommt. Ist ja nicht mehr so lange hin. Das war's von diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Score Predictions in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.